Wenn Tamerhanken eines nicht ertragen kann, dann sind es leidende Tiere. Du weißt du was, Mustafa? Du hast mir heute schon so viele schöne Dinge gezeigt hier. Ich bin ja auf dein Tal der Wildpferde und auf deine ganzen Hunde ganz gespannt. So ein Esel hier an dieser schönen Stelle, der im Eingang steht und so traurig aussieht, das finde ich nicht so schön. Weißt du, ich finde es gut, wenn Tiere dick sind, so wie ich. Ja. Nicht zu dick, aber dick. Wenn Tiere rund aussehen, dann weißt du, dass sie einen Besitzer haben mit viel Herz. Ein Besitzer, der auf sie achtet und aufpasst und der auch darauf achtet, dass sie genug zu fressen haben. Die beiden Ostfriesen schmieden einen Plan für die Rettung des armen Vierbeiners. Sie wollen den Esel spontan kaufen und direkt mitnehmen. Er soll auf der Ranch von Beate und Mustafa ein neues Zuhause bekommen. Nun muss nur noch der Besitzer überzeugt werden. So, jetzt trinken wir auf das gute Essen. Dankeschön. Und dass das hier so schön ist in der Türkei am Wasserfall. Dankeschön. Sehr lecker. Terefa. Prost. Pass auf, bei uns in meiner Heimat sagt man weg mit Schief. Weg mit Schief. Ja, genau. Okay. Der kann das auch schon. So, und jetzt haben wir noch ein Anliegen. Lass da ein Esel stehen. Den wollen wir kaufen. Den wollen wir jetzt kaufen. Wollen wir heute Abend kaufen und gleich mitnehmen. Okay. Kostet quanta. Kostenlos. Was kostenlos? Willst du den Esel loswerden? Wir wollen diesen Esel, brauchen wir nämlich für Beate. Beate hat ein Eselsmädchen. Und er hat. Oh. Verstehst du? Ja. Du willst ja kein Geld für haben. Kein Geld für haben. Dann nehmen wir den jetzt heute Abend so mit. Okay. Ja, mehr kann ich nicht runterhandeln. Hey, so wollte ich auch mal einen Esel kaufen. Das gibt's doch gar nicht. Wie heißt der Esel? Alibaba. Alibaba. Nächste Woche mit denen heiraten.